und los. Ja, liebe Freiburger, ich grüße euch hier vom Stadtpark und habe folgende Mitteilung zu machen. Der Kreisverband hat sich entschlossen, am 2. Mai eine Versammlung durchzuführen nach dem Motto Seid wachsam, Demo für das Leben. Warum dieses Thema? Ja, es geht um Corona, aber warum verknüpfen wir das mit dem Aufruf Seid wachsam, warum Demo für das Leben? Schützt die Regierung zurzeit Leben oder ist sie einfach nur getrieben und versucht Profit aus der Situation zu schlagen? Ich möchte nicht die ganzen Theorien zur Gefährlichkeit des Coronavirus wiedergeben. Ich möchte aber einfach hervorheben, dass es auch Leute gibt, auch aus der Risikogruppe, die das entspannter sehen. Zum Beispiel Herr Block von der bekannten Blockhauskette Blockhaus Steaks. Der hat in der Morgenpost gesagt, dann sterbe ich eben 3 Tage früher. Na und? Ich habe Gottvertrauen. Ich gehe dann zum liebenden Gott. Das ist die Einstellung, die wir uns vorstellen. Das heißt natürlich nicht, dass wir jetzt Leute opfern wollen, aber es geht darum, die Position zu stärken, die für das Leben, für das wahre Leben am stärksten und besten ist und wo die Freiheitsrechte am besten zur Geltung kommen. Warum wachsam sein? Unser Motto zielt darauf, die Meinungsbildung der Regierung zu kritisieren. Was hat es überhaupt mit der Meinungsbildung im Zeitalter der Massendemokratie auf sich? Und da verweise ich auf Johannes Pönsken, der heute in der Sezession online schrieb. Also die Vorstellung, jeder mit etwas Intelligenz könne sich eine eigene Meinung mittels Wiki und Google bilden, also eine informierte Meinung bilden, wie man so schön sagt, ist falsch. Jeder Arzt und jeder Anwalt weiß, was davon zu halten ist, wenn Laien sich einfach durch Google etwas erarbeiten und dann meinen, sie wären Experten. Heute haben wir überall Corona-Experten, einfach weil ein paar Experten in Videos auf YouTube gesehen wurden und jeder bildet sich dann seine Meinung. Uns geht es um was anderes. Uns geht es darum, dass diese umstrittenen Meinungen, dass die natürlich nicht zu einem Ende führen im Sinne von, wir haben jetzt die Wahrheit gefunden. Gerade auch bei uns ist es so, dass noch heftigst gestritten wird, was eigentlich die Gefährlichkeit des Coronavirus angeht. Wir wissen es einfach nicht. Wir gehen davon aus, natürlich ist es gefährlich. Und wir können es nicht abschließend beurteilen. Was wir aber können, ist zu sagen, der Regierung, der geht es nicht allein darum, Gefahren abzuwenden von der Bevölkerung, sondern wir haben sie im Grunde genommen dabei ertappt, dass es ihr darum geht, Profit zu schlagen aus dieser Situation. Das lässt sich nachweisen. Sie versuchen einfach uns klarzumachen, wir müssten dies oder das machen, damit sie sich an der Macht halten. Und das ist auch die Erklärung, warum es weltweit zum inflationären Gebrauch von Verbotsregelungen kommt. Nicht, weil es besonders gefährlich ist, das ist es, das Virus, aber warum es gewissermaßen ein Selbstläufer ist, das hat die einfache Erklärung, warum sollten sie die Grundrechte nicht einschränken, wenn jede Regierung davon profitiert. Und das Regieren gestaltet sich einfach einfacher im Zeitalter von Notstandsverordnungen, die Meinungsbildung ist erschwert und genau dafür muss man auf die Straße. Ich musste mich auch innerhalb der Partei erstmal damit durchsetzen, weil es kommen die Fragen, warum denn eine Demo? Warum soll man Grundrechte in Anspruch nehmen? Auch die Altparteien, viele unserer Gegner, schwadronieren immer von der Demokratie, von der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Aber was ist das, wenn es nur auf dem Papier steht und wenn in Zeiten wie diesen niemand von den Freiheitsrechten Gebrauch macht? Darum geht es doch. Und wenn die Grundrechte nicht ausgeübt werden, dann erschlaffen sie wie ein Muskel, der einfach nicht gebraucht wird. Dann existiert er und verkümmert irgendwann einfach nur. Das gilt auch für Klagen. Hätten die Bürger nicht geklagt, dann wären Richter in dieser Situation überhaupt nicht dazu gekommen, diese Verordnungen auf ihre Rechtmäßigkeit hin zu überprüfen. Wenn Richter aber uns schon den Ball hinlegen und sagen, ja,
ihr dürft nicht in eurem Versammlungsgrundrecht eingeschränkt werden. Mit Auflagen dürft ihr demonstrieren. Dann müssen wir doch natürlich auch davon Gebrauch machen und zum Schutze des Grundgesetzes und der freiheitlich-demokratischen Grundordnung dann auch auf die Straße gehen. In diesem Sinne sind wir auch dankbar, dass es die Institution des Richters gibt. Nur der Richter ist, nicht nur der Richter, aber er ist ein bedeutendes Korrektiv zur Massendemokratie, wo Politiker Entscheidungen fällen, einfach aus Opportunität. Ja, man guckt, was kommt wie medial an. Merkel hat die Grenzen geöffnet, weil sie irgendwelche schlechten Bilder verhindern wollte, weil dadurch ihre Wahlumfragen in den Boden gehen. Und da ist der Richter ein Korrektiv, aber da ist auch jeder Bürger ein Korrektiv, der dann auf die Straße geht. In diesem Sinne kann ich nur dazu aufrufen, seid dabei am 2. Mai, wenn wir auf dem Platz der Synagoge für unsere Freiheitsrechte auf die Straße gehen. Und wir würden uns freuen, möglichst viele von Ihnen dann zu begrüßen. Wir haben gestern die Versammlung schon angemeldet. Es gab auch schon eine Bestätigung, dass die Einmeldung einging. Es wird jetzt nur noch um Kleinigkeiten gehen, wie viele dürfen dann mitmachen, wie viele Ordner haben wir. Aber seien Sie versichert, wir werden die Vorgaben der Rechtsprechung strengstens anwenden und auch die Auflagen der Stadt natürlich einhalten, sodass uns da überhaupt nicht irgendwie von der Verwaltung in die Quere gekommen werden kann. Wir ziehen das durch. Vielen Dank.